Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Es geht mir auch gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Theo. Theo, wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Pitești. Und woher kommst du? Aus? Aus Rumänien. Aus Rumänien, okay. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist rosa. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 6 Jahre alt. Wie heißt sie? Sie heißt Diana. Ja, danke schön. Wir haben die Geschichte Schnee in der Stadt. Kannst du bitte lesen? Ja. Danke. Schnee in der Stadt. Das sind zwei Kinder und ein Hund. Das Mädchen heißt Vika und der Junge heißt Leon. Der Hund heißt Knuffi. Und das ist Mama. Sie gehen einkaufen. Mama geht in die Bäckerei. Vika, Leon und Knuffi warten draußen. Da kommt ein Auto mit Anhänger. Das Auto hält vor der Bäckerei an. Plötzlich springt Knuffi in den Anhänger. Knuffi, nein, stopp, rufen Vika und Leon. Leon klettert in den Anhänger. Vika klettert auch in den Anhänger. Plötzlich fährt das Auto los. Nein, stopp, rufen Vika und Leon. Aber das Auto fährt weiter. Oh je, sie fahren an der Eisdiele vorbei, sie fahren an der Polizei vorbei, sie fahren an der Feuerwehr vorbei, sie fahren an der Bank vorbei, sie fahren immer weiter und weiter. Oh je, sie fahren am Krankenhaus vorbei, sie fahren am Hotel vorbei, sie fahren am Spielzeugladen vorbei, sie fahren am Bahnhof vorbei. Oh je, wohin fahren sie? Sie fahren bis zum Wörsterhof. Dort hält das Auto an, schnell steigen Vika, Leon und Knuffi aus. Langsam steigt ein Mann aus dem Auto aus. Was macht der Mann? Er wirft Sagen weg. Er wirft alte Schlittschuhe weg. Er Auto weg. Vika, Leon und Knuffi sind allein. Es ist kalt. Plötzlich fängt es an zu schneien. Es schneit und schneit und schneit. Der Schnee macht alles weiß. Plötzlich hat Vika eine Idee. Komm, Leon, wir fahren mit dem Schlitten. Die Kinder fahren mit dem Schlitten. Der Hund sieht den Schlitten. Sie fahren am Bahnhof vorbei. Sie fahren am Spielzeugladen vorbei. Sie fahren am Hotel vorbei. Sie fahren am Krankenhaus vorbei. Sie fahren immer weiter und weiter. Sie fahren an der Bank vorbei. Sie fahren an der Feuerwehr vorbei. Sie fahren an der Polizei vorbei. Sie fahren an der Eisdiele vorbei. Sie fahren bis zur Bäckerei. Dort wartet der Bäcker. Hallo, sagt der Bäcker. Seid ihr Vika und Leon? Ja, sagen die Kinder. Der Bäcker ruft mit dem Handy Mama an. Schnell kommt Mama zur Bäckerei. Mama ist froh. Da seid ihr ja eigentlich. Endlich, sagt Mama. Vika, Leon und Knuffi sind auch froh. Und so wird alles gut. Ja, sehr schön. Danke. Ich habe ein paar Fragen für dich. Wie viele Personen sind in der Geschichte? In der Geschichte sind 6 Personen. 6 Personen, das ist richtig. Wohin geht Mama? Mama geht in die Bäckerei. Ja, wie heißen die Kinder? Die Kinder heißen Vika und Leon. Was macht der Hund? Der Hund springt in den Anhänger. Ja, es ist richtig. Was wirft der Mann? Der Mann wirft alte Sachen weg. Alte Sachen weg, ja, es ist richtig. Wer wartet auf die Kinder? Der Bäcker wartet auf die Kinder. Richtig, ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.